Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video mit dem Calliope Mini. Heute bei mir zu Gast ist Maria, sie ist Expertin für Didaktik von der TU Graz. Hallo erstmal. Hallo. Ich werde heute ein paar Fragen stellen und ja, ich freue mich schon auf dieses Interview. Für alle, die mich noch nicht kennen sollten, mein Name ist Professor Karl Opi. Maria, in letzter Zeit hört man immer öfters vom Einsatz von Mikrocontrollern im Schulunterricht und könntest du unserem Publikum vielleicht erzählen, was genau sind Mikrocontroller und wozu verwendet man diese in der Schule? Sehr gerne. In diesem Fall handelt es sich um eine sternförmige Platine, in der ein Mikrocontroller integriert ist. Mhm. Das ist dieses schwarze Kästchen. Man sagt auch Mikroprozessor dazu. Das ist das Gehirn des gesamten Systems, das auch alle Hardwarekomponenten steuert. Okay. Und man kann eben diese Platine programmieren und die verschiedenen Sensoren und Bauteile ansteuern. Und im Schulunterricht wird es dazu eingesetzt, um grundlegende Programmierkonzepte zu vermitteln und um spannende Bastelprojekte umzusetzen. Du sagtest, der Calliope Mini ist ein Mikrocontroller, der speziell für den Schulunterricht konzipiert wurde. Ab welcher Altersstufe wird denn dieser empfohlen? Grundsätzlich ab der Volksschule. Und die Calliope-Initiative, die quasi hinter diesem Produkt steckt, möchte, dass dieses Gerät an alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland ab der 3. Klasse ausgegeben wird. Okay. Und was genau sind jetzt die Vorteile beim Programmierenlernen mit dem Calliope Mini im Gegensatz zu Sprachen wie Pocket Code oder Scratch? Ja, im Grunde von der Programmierung her gibt es keine großen Unterschiede. In allen Fällen wird eine visuelle Programmierumgebung verwendet und eine blockbasierte Programmiersprache eingesetzt. Mhm. Beim Calliope Mini ist es der Fall, oder auch generell bei diesen Platinen, dass die ganzen Hardware-Komponenten frei sichtbar sind. Und so auch dieser Bezug zwischen Hardware und der Software, die man schreibt, um diese Komponenten zu steuern, wird einfach klarer. Okay. Und mich würde das speziell interessieren, was ist eigentlich das coolste Projekt, das du je mit dem Calliope Mini umgesetzt hast? Muss ich kurz nachdenken, da es schon so viele sind. Ich denke, das coolste Projekt war eine vernetzte Alarmanlage, die ich mit 2 Calliope Minis umgesetzt habe. Mhm. Also ein Calliope Mini war an der Türschnalle montiert und wenn die Türschnalle gedrückt wurde, dann hat sich ja quasi die Lage des Calliope Minis verändert und es wurde eine Nachricht an den anderen Calliope Mini gesendet. Und dann benötigt man noch einen 3. Calliope Mini, der den Einbrecher dann fängt, oder? Genau. Ja, vielen Dank für das Interview, Maria. Und gerne. Ja, ich hätte gesagt, schauen wir uns ein paar Videos und Projekte von mir an. Ciao.